Also, wieso sollte jemand auf mich schießen? Ich bin doch ein netter Kerl. Naja, vielleicht geht es gar nicht direkt um Ihre Person. Und warum dann? Schutzgeld vielleicht. Sie meinen so richtig mafiamäßig? Wie in der Party? Sagen Sie mal, Ihr Geschäftspartner ist doch bestimmt hinten in der Backstube, oder? Ich denke schon, ja. Wieso? Ich befrag ihn schon mal. Ach, hier sind Sie. Hallo, geht's um den Schuss aus dem Auto? Ja, ganz genau. Könnten Sie sich vorstellen, dass der Anschlag vielleicht Ihnen oder der Bäckerei gegolten hat? Nein. Aus welchem Grund? Es könnte auch um Schutzgeld gehen. Wie lange haben Sie den Laden denn schon? Also, vor einem halben Jahr circa. Und ich muss sagen, der Laden läuft tipptopp. War ja schließlich auch meine Idee. Eine Bäckerei zu eröffnen? Ja, nicht irgendeine Bäckerei. Björn hat den Laden vor ja, ungefähr von seiner Oma geerbt. Er wollte ihn eigentlich verkaufen und ich hatte eine Vision. Ich dachte mir, eine Bäckerei mit eigenem Tortenlieferservice. Einem Tortenlieferservice? Ja, es ist so, wir machen Torten auf Kundenwunsch und liefern sie frei Haus. Das ist aber eine komische Torte. Und sowas liefern Sie? Die ist noch nicht fertig, da kommt noch Glasur drauf. Ja, und warum hat die ein Loch in der Mitte? Weil da noch Sahne reinkommt. Das soll schmecken? Was der Kunde bestellt, das kriegt er auch. Ob uns das schmeckt, ist egal. Oh, die sehen aber lecker aus. Oh, die kann ich Ihnen leider nicht anbieten. Die sind schon älter als 3 Tage. Mensch, Björn, Alter. Das sind die Kekse, wo du den Zucker mit dem Salz verwechselt hast. Schmeiß die doch bei Gelegenheit bitte weg. Ist Ihr Partner immer so drauf? Ja, der ist immer so. Ich glaube, das ist der Stress. Haben Sie da noch irgendwie Fragen? Weil nein, bitte, bitte. Ich will Sie nicht von der Arbeit abhalten. Ich nehme Ihnen noch einen Keks mit. Ich wollte immer schon mal wissen, wie Kekse mit Salz schmecken. Also, schönen Arbeitstag noch. Tschüss. Wo ist denn mein Kollege? Der hat einen wichtigen Anruf bekommen. Der ist raus. Danke. Und wie lief die Befragung der Bäckereibesitzer? Durchwachsen. Irgendwie kommen wir mit den Jungs nicht weiter. Bei euch? Die Kosmetikerin dieser Isabel Martinus hat ihre Chefin ins Krankenhaus gebracht. Was? Wieso das denn? Die Frau war wohl ganz merkwürdig. Erst nur am Lachen und dann nachher hat sie eine Panikattacke gekriegt. Okay, und in welchem Krankenhaus sind Sie? Marienhospital. Alles klar, danke dir. Ich weiß, ich dürfte Ihnen das eigentlich nicht erzählen, aber der Arzt sagt, sie hätte THC im Blut. Das hat anscheinend das Herzrasen ausgelöst. Konsumiert sie denn oft Marihuana? Nein, sie nimmt überhaupt keine Drogen. Sind Sie sich da ganz sicher? Ja, und Marihuana schon gar nicht. Sie raucht ja nicht mal. Sie denkt, es schadet ihre Haut. Ihren Gärtner hat sie gefeuert, weil er einmal im Haus geraucht hat. Ja, dann muss sie das Zeug geschluckt haben. Ja, möglich. Danke erstmal. Frau Martinus, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Hallo Süßer, wo kommst du denn auf einmal her? Wir kennen uns doch. Ja. Erinnern Sie sich nicht mehr an uns? Wir sind von der Kripo. Wir waren heute Mittag schon mal da. Was haben wir denn da gemacht? Frau Martinus, hören Sie mir jetzt gut zu. Ich möchte von Ihnen wissen, was Sie die letzten 5 bis 6 Stunden zu sich genommen haben. Also gegessen oder getrunken haben. Meine Hände? Die sind ja viel zu groß. Natürlich. Gut, ich glaube, es hat keinen Sinn. Tun Sie mir bitte einen Gefallen. Oh, mir wird schlecht. Oh, ich. Ach, guck mal, wer da kommt. Hallo. Hallo. Ja, die beiden haben sich ja anscheinend wieder vertragen. Sieht ganz so aus. Geben Sie Ihrer Chefin bitte diese Visitenkarte. Sie soll uns anrufen, wenn es hier wieder besser geht. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frau die Drogen absichtlich genommen hat. Wenn die Erfahrung damit hätte, dann hätte die sich nicht so viel davon eingeflößt. Robert. Ich rede mit dir. Was machst du denn da? Das ist einer von diesen versalzenen Keksen aus der Bäckerei. Ich habe mich mal ein bisschen über diese beiden Bäcker schlau gemacht.
Einer von denen, dieser Steffen Aust, hatte schon 5 Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das BTMG. Welche Drogen? Gras. Der Typ ist ein Hardcore-Kiffer. Tja, wer weiß, vielleicht hat seine Drogenvergangenheit ja was mit dem Schuss auf die Bäckerei zu tun. Was ist denn das hier? Nur eine kleine Aufmerksamkeit für meinen Mentor und Lieblingskollegen. Super nett von dir. Ja, so bin ich halt, ne? Probier mal, die sind echt lecker. Ja, Sekunde, ich muss was checken. Danke. Ach, Frau Martinus, bitte nehmen Sie Platz. Geht's Ihnen schon wieder besser? Ja, zum Glück bin ich jetzt wieder im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Deshalb bin ich auch hier, um den Verdacht auszuräumen, ich würde Drogen konsumieren. Haben Sie mittlerweile eine Erklärung dafür, warum in Ihrem Blut THC festgestellt wurde? Ja. Ich bin ja gestern noch zu dieser Bäckerei gefahren, vor der ich ja angeblich auf diese Tussi geschossen haben soll. Mhm. Und was wollten Sie dort? Naja, ich wollte diesen Bäcker zur Rede stellen, der behauptet hat, er hätte mein Fahrzeug gesehen. Dieser Schwachkopf hat übrigens zugegeben, dass es nicht mein Fahrzeug war. Ja, wir verdächtigen Sie auch gar nicht mehr. Aber was hat das Ganze mit dem THC zu tun? Naja, als Entschuldigung, Wiedergutmachung, wie auch immer, haben mir dann diese zwei Bäcker eine Tüte mit Keksen geschenkt. Genau solche, wie sie da auch anliegen haben. Überfall war es nicht. Das Geld ist noch in der Kasse. Gleich geht's weiter bei K11. Hier hat auf jeden Fall jemand was gesucht. Hey! Nicht schießen! Nicht schießen! Komm mal raus da! Okay. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Als ich weg bin, war alles noch in Ordnung. Sie können die Hände runternehmen. Wo ist denn Ihr Partner? Ich weiß nicht. Ich bin vor einer Stunde nach Hause gegangen. Da war er noch hier, aber ich bin zurückgekommen und da habe ich was gefunden. Das hier. Du bringst den Stoff bis 21.30 Uhr wieder, oder? Wir machen deinen Kumpel kalt. Rufverstärkung. Alles klar. Und Sie erklären mir jetzt mal, von welchem Stoff hier die Rede ist. Ja. Ich glaub's ja nicht. Sie und Ihr Partner haben tatsächlich Marihuana in Torten den Leuten an die Haustür geliefert? Genau deswegen hatten die Torten auch das Loch oben. Wir haben die Grastüten da reingepackt und dann kam noch Glasur drüber. Und so haben Sie die ganze Stadt beliefert? So viel konnten wir gar nicht besorgen. Steffen hat das Gras in Holland besorgt. Und wir haben mit den Torten seine Kumpels beliefert. An seine Kumpels? Er muss ja ziemlich viele Kumpels gehabt haben. Hat sich halt rumgesprochen. Und wieso haben Sie Frau Martinus diese Drogenkekse geschenkt? Es war keine Absicht. Ich habe außersehen die Schüssel mit den Space-Keksen im Verkaufsraum stehen lassen. Wie auch immer, Tatsache ist, mit Ihrem kleinen Lieferservice sind Sie irgendjemandem mächtig auf die Füße getreten. Ja, da waren vor 3 Tagen so krasse Typen da. Ach, Sie meinen andere Dealer, ja? Die meinten, wir sollen uns aus ihrem Geschäft raushalten. Ich wollte ja auch gleich aussteigen, aber Steffen musste sich direkt mit denen anlegen. Und dann haben die ernst gemacht und haben sich ihren Steffen geschnappt. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Wo ist denn das Marihuana? Ja, ich habe Panik bekommen, als die Typen bei uns waren. Habe ich es zu mir nach Hause geschafft. Gut, dann holen wir es jetzt mal ab. Wenn die Entführer den Stoff haben wollen, dann sollen sie ihn kriegen. So, du Penner, wo ist der Stoff? Hier, Mann. Es ist alles da. Okay? Na also, geht doch. Vlad, du kannst den anderen Pisser jetzt reinbringen.
Steffen, Alter. Geht's? Ey, alles okay? Bring das Zeug ins Auto. Ich will mich mit den beiden Spaßvögeln noch kurz unterhalten. Wenn ihr euch so eine Scheiße noch mal einfallen lasst, dann bringe ich euch um. Eigenhändig. Ja, kommt nicht wieder vor. Versprochen. Ehrlich. Was soll denn die Scheiße? Arbeitet ihr da mit den Bullen zusammen? Was für Mist. Die sind noch eh hinter die Kamera. Hat das Mikro bemerkt. Was ist da drin bloß los? Der Kerl hat gemerkt, dass ihr hier seid. Und er hat eine Knarre. Er hat gesagt, ihr sollt verschwinden, sonst knallt er mir ab. Wir gehen jetzt hier raus. Zusammen. Ey, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß, bitte. Halt's Maul, ich verpasse hier gleich eine. Polizei, die Waffe runter! Wird bald! Die Hände hoch, Polizei! Ganz ruhig, mein Freund. Lass ihn los. Die Waffe auf dem Boden. Die Waffe auf dem Boden, los, die Hände hoch! Wenn das nicht die Waffe ist, wird er auf die junge Frau geschossen worden. So eine Scheiße. Das sollte doch nur Warnschuss sein. Scheint die Alte da auch so blöd im Weg rum. Warnschuss. Das bring ihn raus zusammen, Kollegen. Ja, okay, los. Steffen Aust und Björn Wachmann wurden wegen unerlaubten Handeltreibens von Betäubungsmitteln jeweils zu 4 Jahren Haft verurteilt. Viorel Lupescu und Vlad Moldovan wurden wegen erpresserischen Menschenraubs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu jeweils 9 Jahren Haft verurteilt.